Heute die Quizfragen, was muss man über Werder Bremen wissen, an meine Freundin, Fragen von euch, an meine Freundin werden vorgelesen, das und vieles mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute das erste Mal so richtig in dem Video mit dabei. Also es war ja schon einmal, dass meine Freundin Haare geschnitten hat, die war schon für meine Freundin, aber jetzt so mit in dem Werder-Video. Meine Freundin. Hallo. Ja, wunderbar. So, wir machen heute was ganz Cooles und zwar habe ich euch bei Instagram und YouTube gefragt, stellt mal Fragen über Werder Bremen, die meine Freundin wissen muss. Und ihr solltet Fragen für den FAQ für mich stellen. Das werden wir aber nochmal machen, diese Fragen. Ich werde nämlich ein paar Fragen, die auch an mich waren, für meine Freundin mit reinnehmen, weil die einfach... Ich finde die einfach schön, die Fragen. Und ich finde auch, wir fangen da direkt auch mit an, eine Frage, die eigentlich an mich war. Und zwar, jetzt hast du Glück. Moment, ich muss noch eine Sache kurz sagen. Wenn meine Freundin später mindestens drei Fragen falsch hat, gibt es eine Bestrafung. Dazu später mehr. Wir fangen aber jetzt erstmal mit einer Frage an. Und zwar, SVW Bilder hat über Instagram gefragt, schönster Werder-Moment. Ich weiß, das ging an mich, aber die Frage gebe ich jetzt an dich weiter. Was war denn, seit wir zusammen sind, weil seitdem schaut sie Werder Bremen ja zwangsweise mit mir, was war seitdem der schönste Werder-Moment für dich? Das letzte Spiel. Relegation? Nein, das Spiel davor, wo dann auch Düsseldorf gegen uns gespielt hat. Köln? Genau. Ja, wo Union Berlin noch für uns genau, gespielt hat. Genau. Ja. Und darauf erstmal Prost! So, sorry, wir müssen ab und zu mal ein bisschen cutten, aber das wird, glaube ich, denke ich mal, nicht so schlimm sein. Wir kommen zur zweiten Frage und zwar der Luca Bremen, ein Mod von mir, ich kann nicht seinen ganzen Namen vorlesen, ich muss heute den Laptop gerade so ein bisschen so halten, denn seine Frage ist, Gründungsjahr von unserem Verein, wann wurde denn Werder Bremen gegründet? Wenn du das jetzt falsch hast, die Scheidung ist eingereicht, du weißt Bescheid. 18. Ja. Perfekt, perfekt. Denn Luca Brehm 1899 hat die Frage auch gestellt. Und da kommen wir direkt zu den nächsten Fragen. Ja, das können wir ja machen hier. Und zwar Fabi-HASN hat gefragt, welche Rückennummer hatte Miku, also Johan Miku, muss jeder Werder Bremen eigentlich wissen, ist ein Begriff für jeden. Denn es war unser Spielmacher, daher schon ein Riesentipp, Spielmacher. Und wer war der Double-Trainer 2003, 2004? Double-Trainer, weißt du, was damit gemeint ist? DFB-Pokal gewonnen und Deutsche Meisterschaft gewonnen. Haben wir zuletzt 2003, 2004. Und wer war unser Trainer? Erste Frage. Ein ganz langer Trainer, hatten wir jahrelang. Thomas Schaaf. Erste Frage. Und welche Rückennummer hatte Johan Miku? Spielmacher. Was haben denn immer Spielmacher als Rückennummer? Die 11. Die was? Nee, die 10. Aha, die 10, ja. Ich wollte schon sagen, was für 11. Denn das war auch eigentlich damals meine Rückennummer, deswegen, also das ist ja... Okay, und darauf erstmal Prost. Justin.imp, wir machen direkt seine zweite Frage. Frage 2 an deine Freundin. Wer erzielte 2009 das Tor zum Pokalsieg? Also 2009. Haben wir den DFB-Pokal gewonnen. Wer erzielte das Tor? Übrigens, Fun Fact am Rande, ich war in Berlin da. Das bringt auch nichts, wenn die hier drauf guckt, weil hier sind nur die Fragen. Also, da kann sie ruhig gucken, so lange wie sie will. 2009? Ja, ich war in Berlin zwischen Knoß und Ösel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ösel. Ja, sehr gut. Gut geraten. Klose war da schon lange nicht mehr bei uns. Aber gut. Die sei verziehen. Ist okay. Wir machen mal weiter. Und darauf erstmal Prost. Hier, wir machen eine Frage von YouTube und zwar von Bremer Hagner. Er hat eigentlich einmal gefragt, wer hat das Tor zum Pokalsieg 2009 geschossen? Das haben wir gerade. Aber auch eine sehr coole Frage.
Das ist übrigens die Waschmaschine. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Und zwar eine sehr coole Frage. Wer war der KK-Sturm? Als Tipp, das K und das K sind jeweils die Anfangsbuchstaben. Also es sind zwei Spieler. Ja. So heißt der eine Stürmer und so heißt der andere Stürmer. Beide fangen mit K an. Weißt du nicht? Du hast gerade eben einen genannt davon. Ja, Klose. Genau. Und den zweiten. Ist auch eigentlich ganz oft in den Zeitungen noch immer wieder, wenn er sich zu irgendwas äußert. Klasnic. Also Klose und Klasnic. Das war damals unser KK-Sturm. Unser berühmtes KK-Sturm. Ich glaube, mit so berühmt wie der alte, gute alte Kugelblitz, Jungs. Chris Imberg fragt, wie heißt unser Neuzugang für die Flügelposition? Die Frage ist relativ einfach, finde ich. Einfach? Ja, unser Neuzugang. Auf dem Flügel. Wir haben doch eingekauft. Auf dem Flügel. Chong. Ja, genau. Chong. Ja, da warst du gerade aber auch, ne? Tahi Chong. Ja, richtig. Tahi Chong. Chong. Also, nächste Frage von Steffen Bauer. Wie hieß der Trainer vom letzten Pokalsieg und der letzten Meisterschaft? Frage an deine Freundin. Erstmal grüß dich, Steffen. Grüß dich übrigens an alle, die mitgemacht haben. Wir hatten ja schon 2009, haben wir das letzte Mal den Pokal geholt. Wer war denn da unser Trainer? Ich war nicht. Ich war drin seit 2014. Nee, 2015. Sowas weiß man. Vor allem habe ich den Namen vorhin schon mal gesagt. Thomas Schaaf. Das war eine Fanfrage. Okay. Micha SVW fragt, wie hieß unser brasilianischer Dribbler mit der 10, den jeder kennt eigentlich nur seinen Vornamen. Da reicht ein, es ist ein Wort. Hast du gestern noch gesagt? Ja. Brasilianer. Berühmt. Berüchtigt. Warte. Spielmacher. Ja, warte, der hat den Namen aus Köln. Der eine, der hat das noch. Jesus. Ja, aber wieso aus Köln? Ach so, ja, aus der Serie. Ja. Ah, was ist das denn für eine Verbindung? Verknüpfst du irgendwelche ehemaligen Spieler mit Schauspielern? Okay. Ja. Hier ist auch gut. Felix Schimmelpfennig. Grüße erstmal für deinen Namen. FAQ an deine Freundin. Welche Legende war bei uns im Tor, bevor er einige Zeit später eine Wrestling-Karriere begann? Ich gebe dir einen Tipp wieder. Ich gebe heute viel zu viele Tipps, ich weiß. Ich gebe dir wieder einen Tipp. Ihn gibt es sogar als Karnevalskostüm. Riesenwerder-Legende. Hä? Doch. Nein. The Rock, Dwayne The Rock Johnson, natürlich. Ja klar. Ist richtig, komm. Ist gut, komm. Tim Wiese, den kennst du. Echt? Den gibt es im Karnevalskostüm? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch, wie nein? Na klar, in seinem pinken Torwarttrikot. Mit den Muckis da drunter. Echt? Ja. Keine Ahnung. Lebenslang SVW 1899 fragt, wie viele Jahre ist Werder schon in der Bundesliga, welchen Platz sie damit in der ewigen Tabelle belegen. Hat ja nicht unbedingt damit zu tun, welchen Platz sie damit belegen, wie viele Jahre. Deswegen fragen wir einfach, auf welchem Platz befindet sich denn Werder Bremen momentan auf der ewigen Tabellenliste? Das heißt, seit dem ersten Bundesliga-Tag, ne, wie viele Punkte hast du seitdem gesammelt? Auf welchem Platz bist du? Also als Tipp zum Beispiel. Moment. Von 1899 bis 2021. Ja, seit Bundesliga-Start. Nicht seit Gründungsstart, sondern seit es die Bundesliga gibt. Das ist unwichtig, das musst du jetzt hierfür nicht wissen. Also du musst das jetzt nicht, ich kann dir sagen, Bremen ist eine Saison nicht in der Bundesliga gewesen, seit es die Bundesliga geht, weil die einmal abgestiegen sind, sonst waren die immer in der Bundesliga vertreten. Und Bayern München ist Erste. Das sind ja auch irgendwie 4 oder 5 Mal Deutschland Meister geworden, ne? 4 Mal, ja. Das heißt, sie müssten mindestens da 70 Punkte haben, ungefähr. Sind ein paar mehr am Ende, aber gut. Egal. Warte mal, 5 mal 7, 140, ich sag 1.600. Es geht darum, welchen Platz Werder Bremen hat in der ewigen Tabellenliste. Ach so. Ja, ich sag 5. Schade, Dritter. Okay. Werder Bremen ist der drittbeste Verein laut der ewigen Tabellenliste. Nur Dortmund und Bayern haben mehr und vor 2 Jahren, korrigiert mich, wenn ich da falsch stehe, vor 2 Jahren waren wir sogar noch Zweiter.
Guck mal, hier haben wir noch eine super Frage noch. Niklas Schreiber. Wie oft wurde Werder Meister? Hatten wir ja gerade eben. Und wann das letzte Mal? Hatten wir beides im Video. Mal gucken. Ah nein, dass du schon überlegen musst. Wir hatten es doch gerade noch. Fünfmal. Was? Vier. Wir hatten es gerade noch. Wir haben es vor 2 Minuten, vor einer Minute gesagt. Und wann das letzte Mal? Nee, ich hab eben gesagt fünfmal. Ja. Ich hab viermal gesagt. Hier, ich kann es auch einblenden. Ja, und irgendwie vier oder fünfmal. Viermal, ja. Dann hab ich es viermal gesagt. Ja. Und wann waren wir das letzte Mal, Meister? Das ist mich auch nicht. 92 oder 96? 99. Nee, 2004. Ja! Hatten wir im Video 2 oder 3 Mal. Was da? Geil. Ja, perfekt. Perfekt, würde ich sagen, oder? Okay. Wir machen jetzt mal eine Doppelfrage. Halt mal hier gerade so bei mir zu, denn Pirat Rufus, auch ein Mod von mir, hat geschrieben, wie heißt der Sponsor von Bremen? Wir machen mal den Doppelten. Also einmal, was steht hier auf dem Trikot drauf und wer ist unser Trikotsponsor? Wiesenhof, richtig? Und ich würde sagen, Umbro. Ja. Und vorher war es Nike. Schade. Piratenbruch fragt auch, was hat Bremen für eine Torhymne? Also was passiert, wenn Bremen ein Tor schießt? Was hörst du dann als erstes im Stadion? Hafen. Du. Das Nebelhorn. Wie oft war Nico schon im Weserstadion? Einmal. Ja. Leider ja, sonst nur auf Auswärtsfahrten. Wer ist unser aktueller Kapitän? Auch vom Piratenberufs übersetzen. Ja, leider ja. Aber das heißt, ich mag Moisander, aber ihr wisst alle, ich hätte gerne Klaas als Kapitän gesehen. Dabei bleibe ich auch. Hier, das ist auch eine Frage, die ging an mich von Justin IMP. Aber ich blende die trotzdem jetzt auch mal für meine Freundin ein. Ich finde die sehr, sehr cool. Und zwar, hör mir genau zu, Schatz. Hörst du mir zu? Ja, okay. Lieber Pokalsieg und 16. Platz, das heißt Relegation in der Meisterschaft, aber den DFB-Pokal gewonnen. Oder Platz 7, Europa League, und in der zweiten Runde im DFB-Pokal raus. Also du willst lieber den Pokal gewinnen und dann eine Relegation spielen? Ja, das ist dann mehr Adrenalin, mehr so. Ist eine längere Fieber. Saison, ne? Mehr Fieber. Ja. Oh, na okay, gut. Ist ja, kann ja jeder sagen. Ihr könnt ja gerne reinschreiben, was hättet ihr da gesagt? Da wäre ich sehr gespannt. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch ein paar Fragen überlesen, aber wir sind jetzt schon hier gerade bei relativ vielen Minütchen. Ja, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Meine Freundin hat ja mehr als 3 Fragen falsch, beziehungsweise auch teilweise, muss man ja auch schon fast sagen, Katastrophe. Aber auch ein paar Sachen, ein paar wichtige Sachen wusste sie. Also, es ist so eine 50-50 Chance. Ich glaube, wir können zusammenbleiben erstmal, ja. Aber wir müssen das schon beobachten. Bist du damit einverstanden? Ja, da dachte ich mir. Und jetzt die Aufgabe an euch. Und zwar, dadurch, dass meine Freundin falsche Fragen hat, erstmal schon überlegen, jetzt zu sagen, jetzt muss sie 5 Liegestütze machen. Keine Ahnung, ein bisschen mit dem Ball jonglieren, also hochhalten. Und vielleicht einen Lattenschuss oder sowas. Wenn sie den nicht schafft, dann abschießen oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, ihr seid jetzt gefragt. Denn ihr schreibt jetzt einfach in die Kommentare, wie soll ich meine Freundin bestrafen für dieses Video. Und möchtet ihr einen zweiten Teil? Wenn ja, was möchtet ihr sehen? Ja, ich bedanke mich bei allen, die bis hier dran geblieben sind. Und möchtest du noch was sagen? Nein? Sicher? Ja. Wann ist Bremen das letzte Mal Meister geworden? Ja. Wie hieß der Trainer? Schäfer. Bis dann. Tschüss.